Ein neuer Teil, eine neue Stunde. Kein neuer Erzähler, tut mir leid. Grugenwurf, Mars Warlocks. Auf der Seite der, ich nenne es jetzt mal Regierung. Vor dem Wurm. Geht los, viel Spaß. Naja, los. Die machen alle gar nicht. Ihr seid cool. So, haben wir jetzt nicht den scheiß Hund. Hunde, die immer. Die immer irgendwann ausweichen und im Frontal nicht anhören können. Ansonsten aber ganz easy zu besiegen sind. Ist es wieder. Ich würde gern mehr sehen, aber naja. Eigentlich kriegen wir die Anwendung auch schon, aber ich lasse jetzt mal weiß, ob es so gekommen ist. Do you have any idea how important the research you're interfering with is? Research based on the horrible experiments carried out on Aurora's citizens. I recognize you now. You were at the source when I was a child. Still so sure you're on the right side, huh? That you're always right? Still so full of yourself over your abilities, I guess. But I'll teach you. I'll show you your place. Na los, Wurm. Ja, jetzt lass mich steuern. Jetzt bitte wieder näher. Och. Das ist immer ganz schlimm, wenn man es am Ende immer tausend mal macht. Oh, und hörst du mal auf zu krabbeln. Oh.
Hallo. Einfacher, aber nerviger Endboss. Also, Zwischenboss. Ich nehme wieder mal alles Endboss. Just us now. Scheiß Schutzschild, aber wirklich. Ich weiß gar nicht, wie der andere nur da drum rumschießen kann. Roy, Roy, please, don't kill him. Why should I spare this son of a bitch? You see what he did here? What he's up to? You think the general would let him live? I don't care about the general and what he'd do. He's my brother, Roy. He's all I've got left. I stayed with the general so I could keep an eye on him from a distance. Please. Na, von mir aus. Just because he's important to you, I won't kill him. But he better explain all the awful things going on around here and never come back to the source again. Yes. He'll tell everything, then go. Thank you, Roy. I won't forget this. Hoffmus. My sister. I didn't even know I had one, and here she comes and helps me. How fortunate. Generosity, shut up. I am saving your life, so show a bit of gratitude. Tell us what's going on here. If that's what you want, we're carrying out experiments for Wisdom, our beloved Dowser. He wanted us to find a way to stop a mutation. That's all I know. Now, here, the key to the cells. I guess the only thing left for me now is exile. So long, Devotion. Okay, also haben wir ihn diesmal nicht getötet. Wer bist du denn? Ich hab's auch noch nie gesehen. So leichte Änderungen in der Story gibt's ja. So, wohin soll ich schon? Oh, jetzt geht es schon wieder los. Diese scheiß Steam-Tastenkombination, dass man aber wirklich Tab und Shift hier gleichzeitig braucht in diesem scheiß Spiel. Super Spiel, sonst würde ich es nicht so lange spielen. Do you have the key? Please hurry, some of us need help. Here, I finally have the key. Take it and free your comrades. Thanks. Thank you so much. You saved our lives. So. Wenn das genauso lang ist, diese Seite wie die andere, dann schaffen wir in diesem Video wahrscheinlich sogar schon bis zum Ende. Weil jetzt war ja eigentlich nichts mehr weiter, bis auf die Source angreifen. Also, zu kenne ich jetzt nie, weiß ich jetzt nie, was das hier damit ist. Well, what is the Shadow Line site? Nebenbei zu, hat man ja. Basically, the Technomancers are using the site to carry out experiments on political prisoners, citizens of Aurora. They're doing all kinds of things to them, and everything's connected to mutation, exposure to the sun, mutant organ transplants, that kind of thing. I put an end to it by freeing the prisoners, and I fought the Technomancer who was in charge of it all. You should know, their boss talked. They did everything at Wisdom's request. He wanted them to find a cure for mutation. Odd, really. I can't see why. Whatever the situation, he's not giving me a choice this time. I'm going to seal off the Shadow Line, so we can get proof of all of that. If you're ready, we can go right away. But I suggest you settle any business you have first. We won't be coming back here. Ja, wir haben ja nichts zu erledigen. Na, I got a couple of things to deal with first. Then see to them quickly. Ja, ja.
Okay. Wir fragen nochmal hier unsere Kleine, ob sie mal ein bisschen was für uns tun möchte. Gut, gibt's nicht. Gut. Well, what is the Shadow Line site hiding? They'll be horrified, I think. They're doing das wissen wir doch schon. Das haben wir doch gerade gemacht. So, ich möchte natürlich, dass Devotion mitkommt. I'd like Devotion to come with us. You haven't developed an attachment to my faithful Shadow, have you? I don't blame you. She's very effective. All right, fine. Let's go. We're finally leaving Green Hope after shedding light on what the Technomancers were preparing. Excavations, of course, but especially inhuman experiments demanded by the Dowser. Experiments we put a stop to. It seems he has a very personal interest in the research, but we'll only learn the last word in the story when we face him. Here, I was able to help the farmers with their crops, but that's a minor point when I think of the fight that lies ahead. Devotion is with me. Another soldier will be more than welcome in this march on the source. Because I'm suspicious of Honor now that he's only one step from power. As a precaution, I'll be leaving this diary with Charity. You have to watch your back in the world of politics. Ja, wer soll denn das Tagebuch dann weiterführen? Und wieso heißt das jetzt Shadowline und nicht Source? Ah, ist egal. Wer muss das schon verstehen? Cutscene ist dieselbe wie letztes Mal. Also vermute ich mal, in 8 Minuten wird das Video vorbei sein. Well, this is the Heartless Source. But you've already been here, haven't you? When I was a kid, I was confined to the Technomancer's buildings. I wasn't allowed on the Dowser's floors. I see. Well, I have to warn you that it's pretty sure we're going to encounter lots of resistance in this building. The Dowser's guards aren't quarreling. But we have to confront Wisdom with his madness. That's the only way to describe what he's done now. And we have to save Aurora. I'm not scared of the Source Guards. You know why I'm here. But as for you... What Wisdom and his Technomancers did makes me as sick as you. It's time Aurora was free of them. And I'll follow you to the end to make that happen. Naja gut, das klingt auch ein bisschen komisch. Das Ganze nehme ich das noch auch nie. Zack. Gut, das interessiert uns zwar keine Sachen mehr. 5 Punkte und 6 bräuchten wir, aber. Ah. So, Junge, ja, was wird denn das? Schon wieder. Nicht mal ein Schild hast du an, das ist doch Quatsch, das musst du wissen, dass du hier zerguckt wirst. Wow! Ist das Gebäude. Also wird hier so ziemlich gar nichts passieren. Ne? Wir haben noch einen großen Raum betreten, in dem ganz viele 6, um genau zu sein, sind.
Ach so, die drei, ja, stimmt, die habe ich noch vergessen. Stimmt, das war ja auch hier, wo die coole Kampfmusik kam, meine ich. Also so eine leicht epische Kampfmusik. Na los. Ja, trotzdem wir sein Schild aufbauen. Zum Kotzen. Ja, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit immer nur auf mich zu schießen. Wäre auch alles kein Problem, könnte man ausweichen. Oh, nee, Quatsch. Ein Blitz trifft einfach und macht viel Schaden, glaube ich. So. Na, steck doch mal dein. Genau. Nein, nee, das erste Mal, dass ich das gemacht habe, glaube ich. War kleinen Fehler, weil nervt. Hä? Na dann. Also, fassen wir zusammen. In diesem Spiel sammelt man unheimlich viel Zeug, was man niemals braucht. Oder nur recht selten. Einfach immer nur einmal, wenn man seine Waffe wechselt. Naja, ansonsten nie viel. Jetzt können wir zwei davon, die beide auf mich gehen, so super. Die Idee. Hör doch mal auf, ja, bitte. Man soll denken, vor allem, dass Zauber nicht so viel Widerstandskraft haben, aber die sind ja teilweise schlimmer als die Soldaten. Mein Kleine ist hier auch schon wieder verreckt oder was? Ich weiß nicht, je öfter man halt die Räume spielt, desto häufiger hat man das Gefühl, fehlt anders. Die haben die grundlegenden Elemente des Spiels erschaffen und haben die auch richtig gemacht, okay. Aber irgendwie. Ich meine, es kann es doch nicht sein, dass man zum Ende hier durch einen.
It's true. Everything will be dealt with here. But I'd rather you didn't come. It'd be better if I went alone with the General. Roy, I served the General for years. I spied for him. Sometimes I killed for him. I understand that you're not sure about me, but he's the one you should be careful of. Honor is a cold man. He never backs down if he thinks he can help his idea of the guild and power. Be careful. I will be, Devotion, but thanks for warning me. You let my brother go. I'll never forget that, Roy. I still owe you a life. Hated them. Not that it really matters. I suppose I was sure you'd end up finding out and coming here full of righteous anger. You betrayed Aurora, its people, and its ideals. You betrayed us all, and you even betrayed yourself. The people were everything for you, but you let the technomancers do the unspeakable. Why? To be cured? You're not just afflicted, Wisdom. You gave in to madness, solely to save your life, and your power. Because you and your honor are beyond its call? The truth, my friend, is that you are like all the others. The only thing you see is the mutation, and it disgusts you. And yet, am I not a hero? Have you forgotten our battles and our victories? Did you know that when I returned from Green Hope, I discovered I had patches of diseased flesh? What was I to do? At the time, I thought only of the Guild. Without my ability to unite the Technomancers and the Militia, Abundance would have won! And that made me afraid. Can you truly blame me for this? You risked letting Aurora fall to pieces to save yourself. You ruined everything for that. What would happen if news of your condition got out? If everyone found out you're a mutant? Yes, you disgust me. But not for the reasons you think. You're going to die, Wisdom. But no one will know of your secret. For Aurora. Goodbye. Go, Roy. Go quickly. Go far and never come back. I'll respect our agreement. Goodbye. Das ist jetzt also die andere Seite. Stop the technomancers. They're now gathered in the source, watched closely, made into a living weapon. I imagine our beloved general would have liked to shut me in there too, but through our agreement I have remained free, and I intend to stay that way. He would have liked to lock Mary up in there too, but she asked me to help, and I arranged for her to stay free. She may be a bit crazy, but she definitely didn't deserve to end up as a suicide bomber. Tenacity saw the threats as well.
The General seemed to be suspicious of everyone who was too close to me. He's preparing to leave Shadow Lair and go back to his life of wandering. I have to say that the General has started a cleansing campaign, and all the criminals and people a bit suspect are systematically arrested. He'll rebuild Aurora according to his vision. Oddly enough, I have the impression that our guild is going to start to resemble Abundance, more aggressive, a police state. That should make Devotion happy, stubborn and apparently faithful as she is. She continues to serve the General through clenched teeth, poor girl. He'll definitely need her. One thing's for sure, Abundance is nowhere near ready to give up, and the Resistance, even though they're being hunted, is still growling in the city slums. Aurora should be able to face anything with a man like that leading it. As for me, because I have to leave the capital, I've decided to join Innocence. He'll probably be angry with me at first for betraying his ideals, but I'll give him his diary, and maybe if he reads it, he'll understand why I did what I did. And thus ends my contribution to Innocence's war diary. Up to him to decide if he wants to continue it or not. Interessante Erklärung. Und auch hier muss ich sagen, naja, klar, ist irgendwie cool gemacht, aber... So... Das ist so, als ob du halt gerade so das Spiel fertiggestellt hast, dass es spielbar ist, dass es jetzt keine Probleme gibt beim Durchspielen. Story ist grundlegend auch gefertigt. Aber so die ganzen kleinen Verwebungen, die eigentlich zu einem Meisterwerk gehören, sage ich jetzt mal, die fehlen hier halt. Ansonsten hat das Spiel halt Riesenpotenzial. Aber es bleibt halt in den Kreationsschuhen stecken. Dadurch, dass man die ganze Zeit Dinge lootet, die man eigentlich am Ende nie braucht. Oder das ganze System, die Leute auszusaugen, theoretisch, wenn man das möchte, und halt böse zu werden. Man braucht die Kohle nicht, die man von denen aussaugt. Was soll das? Halt. Es tut dem in der Seele weh, ein prinzipiell gutes Spiel zu spielen, was einfach nur deswegen super geil ist, weil Detail fehlt. Detail. Ja. Ich meine, prinzipiell wünsche ich den Machern hier immer noch, dass es irgendwie ein Erfolg wird. Ich meine, ich glaube nicht, dass es jetzt riesig viele Leute kaufen werden, aber ich meine, gerade dadurch, dass es jetzt 20 Euro kostet, für ein Download-Spiel doch relativ viel. Ich meine, ich finde das okay jetzt. Also, es hat mir ja Spaß gemacht. Es hat jetzt 2 Tage gedauert in etwa, das durchzuspielen. Ja, passt schon. Wie gesagt, ich fand es ja jetzt auch nicht so scheiße. Aber es würde mich halt dann interessieren, dass sie mal vielleicht eine erweiterte Version machen. Vielleicht einen zweiten Teil, der jetzt die Story danach erklärt, weil ich meine, es ist ja ein guter Anfang dafür. Naja, und dann. Dann vielleicht alles nochmal besser machen. Ich meine, es ist ja, wie gesagt, guter Anfang. Für ein Spiel. Naja. Damit sind wir durch, haben wir beide Seiten mal gesehen. Könnten dann irgendwann nochmal richtig böse spielen, aber das werde ich mir jetzt fürs Video klemmen. Alles klar, viel Spaß. Wir sehen uns in einem anderen Spiel. Tschüss.